So ein Dreck. Aber beim Wetter, da hat man ja keine Wahl. Apropos Wahl. Ich treffe mich ja jetzt mit meinen zwei Kumpels, dem Holger und dem Frank. Das wird was werden. Ja, weil der Frank ist ja jetzt immer noch stinkig, weil der Holger nicht zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen gehabt hat. Aber da hat der Holger wahrscheinlich auch keine Wahl gehabt. Wegen der Aileen, seiner Freundin. Hey, wenn die zwei daheim demokratisch abstimmen, dann hat die Aileen immer zwei Stimmen. Da ist quasi jedes Wort von der Aileen für den Holger Gesetz. Bayern ist ein Freistaat. Das heißt, wir Bürgerinnen und Bürger entscheiden selbst, nach welchen Gesetzen wir leben. Da wir dies aber aus Zeitnot im Allgemeinen nicht selbst erledigen können, wählen wir Volksvertreter, die für uns Gesetze beschließen. Unsere Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Gewählt wird der Landtag alle 5 Jahre. Bei der Wahl gelten 2 Grundsätze. Erstens, alle Regionen Bayerns sollen mindestens eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten in den Landtag schicken, sodass keine Region vergessen werden kann. Daher ist Bayern in 91 Stimmkreise aufgeteilt, die alle einen Sitz im Landtag sicher haben. Das sogenannte Direktmandat, für das wir unsere Erststimme abgeben. Wer hier die meisten Stimmen erhält, zieht in den Landtag ein. Solange seine Partei bayernweit mindestens 5% der Stimmen erhält. Also eigentlich hat der Frank bei der Geburtstagsfeier schon gefehlt. Hey, der hätte den Laden aufgemischt. Ich weiß gar nicht, warum er nicht dabei war. Der war doch immer dabei. Eigentlich hatten wir alle immer ein Direktmandat. Der zweite Grundsatz ist, dass die Sitzverteilung im Landtag möglichst genau dem Wahlergebnis entspricht. Daher steht etwa die Hälfte der Sitze im Landtag, nach den Direktmandaten, den sogenannten Listenkandidaten zu, die mit der Zweitstimme gewählt werden. Hier kommen dann vor allem die Parteien zum Zug, die bei den Direktmandaten das Nachsehen hatten. Nach der Wahl wird ausgezählt, wie viele Erst- und Zweitstimmen die Parteien jeweils erhalten haben, die sogenannten Gesamtstimmen. Für die Parteien mit mindestens 5% wird dann errechnet, wie viele der Sitze im Landtag ihnen zustehen. Wenn eine Partei Direktmandate gewonnen hat, sind ihr diese sicher. Wenn ihr zusätzliche Sitze zustehen, ziehen die Listenkandidaten ein, die am meisten Stimmen erhalten haben. Ja, genau, die Sitze. Wahrscheinlich haben dem Holger bloß die Sitze gefehlt. Deswegen hat er den Frank nicht eingeladen gehabt. Ja, bitte, wie viele Stühle hat er denn gehabt? 10. Für 30 Leute. Jedes Mal, wenn den seine zwei Nichten es tanzt, ein Biber Butzelmann auf der Blockflöte geflötet haben, mussten wir Reise nach Jerusalem spielen. Ja, aber mit den Sitzen haben die ja im Landtag überhaupt keine Probleme. Übrigens, durch die Auszählung der Gesamtstimmen geht ihre Erststimme nicht verloren, wenn ihr Direktkandidat nicht gewinnt. Anders als bei der Bundestagswahl. Es kann vorkommen, dass eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr von den Gesamtstimmen her zustehen. Diese sogenannten Überhangmandate bleiben ihr dann zwar erhalten, doch damit die Kräfteverhältnisse im Landtag möglichst gut dem Wahlergebnis entsprechen, bekommen die anderen Parteien zusätzliche Sitze für ihre Listenkandidaten, die sogenannten Ausgleichsmandate. Kurz gesagt, es wird aufgefüllt, bis alles wieder passt. Jawohl, es wird aufgefüllt, bis wieder alles passt. Ja, das machen wir drei jetzt, der Holger, der Frank und ich. Ha, 3 Schoppen, da schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und wenn nächstes Jahr der Holger wieder Geburtstag hat, dann soll der Frank ganz einfach sagen, hey, ich bring meinen eigenen Stuhl mit. Und dann hat die Aileen gar keine Wahl mehr.